Juhu, damit einen wunderschönen guten Abend. Lebraune, Crazy Camel, The Zords 350 TD mit dem Bierkasten. Juhu, schön, dass ihr da seid. Es ist wieder Dienstag. Seid ihr gut in die Woche gekommen, meine lieben Freunde. Wir haben drei Gegner zur Auswahl. Wir haben alle schon zweimal besiegt, die wir hier sehen. Also können wir im Grunde die freie Auswahl treffen. Wie wär's mit dem Nervtötens-Gegner zuerst? Ey, wollen wir uns doch direkt die Stimmung wieder vermiesen? Ja. Das geht's, du, ey. Ja! Fangen wir doch direkt hier an. Wir haben das Crackdeck-Version 1.1 ausgerüstet, was mindestens noch halbwegs geeignet dafür ist, gegen den Kerl hier anzutreten. Zerschmetter den Ling. Ja, beim nächsten Mal. Sorry, ich habe mich schon für den nervtönendsten Gegner überhaupt entschieden. Ach komm schon, zweimal Hydro-Gun auf Anfang sind das doof. Okay. Woche lief so einigermaßen gut reingestartet, zumindest da. Ah, komm, Hydro-Gaddon, das ist die neue Schlüsselkarte. Kannst dich direkt mal in irgendeiner Falle da hinten umbringen gehen. Nur Saku zum Beispiel, ja, perfekt. Läuft. Gute Arbeit. Okay, dann hauen wir doch einfach mal eine Spiegelkraft raus, das muss erstmal reichen. Endprüfung, so, die Woche ist so mittelmäßig. Ja, okay, jetzt stimmt, momentan ist Prüfungs... Was, Holzkohlenpatsche, was? Was? Ne, ist okay. Ich akzeptiere deine 100 Schadenspunkte. Nerviger Kram, nervige Leute gleich zum Anfang, dass viel Potenzial für den Rest der Woche drin. Ja, gut, die nervige Leute sind immer viel schlimmer als alles andere. Ich hätte dann noch einen Hydro-Gaddon im Angebot. Mal gucken, ob er auch removed wird. Hier noch eine Sakuretsu-Rüstung. Hier noch eine Sakuretsu-Rüstung. Ja, jetzt übertreiben wir da aber so ein bisschen, oder? Ich meine, ich habe kein Interesse daran, Blazen in Pachi zu removen. Der macht ja nicht mal Schaden. Ne, ist okay, greif halt an mit. Ist ja nicht Blazing, ist Holzkohle, Charcoal in Pacho, wie immer der auf Englisch heißen mag. Haben wir jetzt nochmal Hydrogen angezogen, hätte ich mich totgelacht. Okay, Schallenter. Dann hauen wir jetzt halt Quack mit unserem besten Monster überhaupt drauf. Dann können wir auch das Dimensionsgefängnis jetzt mal setzen. Da scheint sowieso nichts zu kommen. Charcoal und Pachi. Neue Mangas bestellt. Kein Geld für zwei Tage. Wie viele Mangas hast du denn bestellt? Okay. Schmolzende Zerstörung mit einem Spalt. Oh, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, eine Ratte zu spielen. Wie viele Mangas hast du bestellt und was hast du alles bestellt? Oder hast du direkt eine ganze Bandreihe bestellt, dass es so viel gekostet hat? Mitte des Monats kommt er bald. Ja, je nachdem, wann man Gehaltsauszahlung hat, ne? Ich habe Mitte des Monats Gehaltsauszahlung. Ach, Glückbeschleuniger. Ja, das ist natürlich eher ärgerlich. Riesentronade, ja. Das ganze Removing geht mir ein bisschen auf den Keks. Na komm, wir hauen jetzt mal hier die Kraft der Magie zusätzlich raus. Kraft der Magie! Zack, 3000 Punkte. MST. Meine Güte, geh mal auf den Keks hier. Okay, trotzdem 1,5. 7 oder 8. Na gut, dann kommen halt schon ein bisschen Kosten zusammen. Was ist es denn Lustiges? Wenn du es verraten willst. Muss natürlich nicht. Creature Swap, ja, das kommt ja perfekt. Auch gerade nicht. Hyperhammerkopf. Attacke. Etwas Yu-Gi-Oh! Zum Chillen, genau. Immer ein guter Abendausklang. Willkommen im Stream. Twitch Lexus. Mache dir bequem. Ich würde sagen, da können wir unsere Riesentronade benutzen. Das sollte ja dann kein... Oh! Großes Problem sein. Abonniert mit Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Oh, hey, ich habe ein E-Mail von dir erhalten. Yeah! Was habe ich denn gekriegt? Pride Rise. Ach stimmt, wir haben ja Pride Month. Stimmt. Fast vergessen. Damit hat der gute Crazy Camel gerade nochmal einen ordentlichen Schlag auf seine Boss-HP gekriegt. Das ist auf 1,8 runter. Nicht mehr weit. Nur noch so 5, 6 Subs. Bis er tot ist. Meteor Bean Dragon, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Willkommen im Stream. Nicht weinen. Ich bin mir sicher, dass du dich bald wieder hochheilen wirst. Ich kenne dich doch. Das lief besser als erwartet, dieses Duell.
Vulkanischer Häcksler, das war unser dritter Sieg. Gua gua. Okay, jetzt haben wir sowieso nur einen zur Auswahl. Schwupp. Freund von mir hat gestern japanische Mangas im Wert von 15 Euro bestellt. Naja, das geht ja noch, ne? Die sie nicht lesen kann. Achso, auf Japanisch. Einfach nur um den Rest der Bestellung versandkostenfrei zu kriegen. Für 15 Euro ist natürlich ein bisschen übertrieben, wa? Ich besitze exakt einen japanischen Manga. Das ist auch mehr eine Bestellung, die ich aus Versehen gekriegt habe, weil meine Eltern mich vor längerer Zeit gefragt haben, was wünschte der denn? Und ich eine Reihe Mangas unter anderem mit aufgelistet hatte. Meine Eltern aber scheinbar nicht bemerkt haben, dass das ein Japan-Import war. Deswegen besitze ich einen japanischen Manga, den ich nur sehr bedingt lesen kann. Go MST, mach das da hinten mal weg. Nozaki, Nozaki ist gut. Go Gagagigo. Ich wollte einfach nicht fragen, wie viel der Versand gekostet hätte. Ist wahrscheinlich auch besser so. Oh, hier guck mal, ein sinnloser Sechs-Samurai. Ja, natürlich wollen wir Hydro-Gerdon aktivieren. Zack, go. Und direkt auf die Lebenspunkte. Zugegebenermaßen, als ich bei meiner letzten Arbeitsstelle aufgehört habe, hat man mir unter anderem einen dicken Thalia-Gutschein gegeben. Neben anderen Dingen. Und ich habe den kompletten Thalia-Gutschein in Mangas umgesetzt. Ich meine, ich habe es ja nicht gelesen, aber ich habe alles verschiedene erste Bände zu irgendwelchen Serien gekauft, die ich alle schon als Anime oder so gesehen habe und einfach mochte. Wo ich einfach nur die Serien unterstützen wollte. Wie wär's denn mit einer Riesenratte? Komm, wir sind jetzt ganz unfair. Creature Swap. Hier ist die Killer-Kombo schlechthin. Sechs Samurai, come on. Wenn come on nicht da wäre, wäre noch besser. Wenn wir jetzt Kammer da nicht liegen hätten, könnten wir jetzt sogar zwei Monster beschwören. Nee, aktiviere lieber den Effekt von Hydro-Gerdon. So. Dann Hydro-Gerdon-Attacke. Und Hydro-Gerdon-Attacke. Und Gagagigo, Attacke, Gehirnkontrolle und Monarch ist noch fieser. Na ja gut, das ist aber Standard. Außerdem, für Gehirnkontrolle und Monarch hast du ein Monster übernommen und ein Monster beschworen. Für Riesenratte Creature Swap in Angriff Hydro-Gerdon hast du ein Monster vom Gegner geklaut, darfst dann ein Erdmonster mit 1500 oder weniger aus deinem Deck spezial beschwören und darfst ein Hydro-Gerdon aus deinem Deck spezial beschwören. Ich glaube, das ist fieser. So insgesamt gesehen. Talia führt Mangas. Ja, unser Thalia hat die schönste Manga-Ecke, die du jemals gesehen hast. Sie haben die Manga-Ecke in die Kinderecke gepackt. Das finde ich immer lustig. Mit so einem lustigen Fußballteppich, grüner Untergrund, Kindermöbel daneben. Und dann stehen halt Mangas mit einer Altersbeschränkung von 16 und höher. Was ich immer lustig finde. Niederlage, das kann nicht sein. Was ist passiert? Ihr habt den Kampf verloren. Und daneben dann noch die Abteilung für die Damen. Auch alles in der Kinderecke. finde ich immer lustig. Haben wir gut organisiert. Physik, Geister, Sechsamerei. Einmal wieder geschlagen. Na dann. Zeit, Glutflügel, Dügel einmal zu bügeln. Ah, Hero Camp ist super. Die Serie habe ich super gerne geguckt. Die zweite Staffel, wenn man das so als zweite Staffel nennen will, fand ich extrem enttäuschend. Aber die Serie war auch super chillig. Hab ich auch echt gerne geguckt. Bei meiner Kombo verliert der Gegner das Tributmonster, der Monarch killt noch was und du hast ein Monster mit 2400 ATK. Meine Kombo war trotzdem besser. Heilige Wünsche, hey. Wir könnten theoretisch natürlich mit dem Geister Sinsen mal anfangen, aber wenn eh keine Monster, was soll's, ne? Machen wir lieber Schaden, glaube ich. Außer, ja. Und schrumpfen. Kinderfreundlich und alles. Ja, eben.
Wissen Sie, Animes und Mangas nur für Kinder, deswegen gucke ich mir gerne 9-Jährigen, nicht Elfenlied an. Ach, Elfenlied, das ist Classic. Ich wünsche jetzt aber nicht mehr für... Ach, Mausoleum des Kaisers. Ja, jetzt geht's aber los. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Schade, aber ich habe Schrumpfen, das wird schon reichen. Komm, bezahl 2000. Irgendwas hast du da bestimmt. Komm, bezahl 2000. Ja. 1000, nur wie langweilig. Pierlord. Traurig. Wir würden ja schon fast gerne mit Zylindern, aber wir warten mal noch. Gegebenenfalls kommt dann noch ein dickes Monster in nächste Runde. Pump. Ja, was sagt man dazu? Außer... auf die habe ich gewartet. Genau die wollte ich sehen. Okay, Sasuke braucht man nicht. Also Mr. Jäger. Okay, willkommen. Länger nicht gesehen. Frohes Schwitzen zusammen. Ja, dir auch. Heute geht's sogar. Also heute war es bei uns tagsüber echt angenehm. Ist jetzt erst nachmittags echt unangenehm wieder geworden. Langsam heizt sich da die Bude auch wieder auf. Aber es sind momentan nur 26 Grad in meinem Zimmer, was für heiße Tage eigentlich echt wenig ist. In Anbetracht dessen, dass ich unterm Dach bin. Da ist es, da ist es. Nope, MSD. Du hast gerade 1000 Lebenspunkte bezahlt, tut mir leid, dein Mausoleum ist weg. School Days ist auch was für Kinder. Ah, School Days ist ja, wenn du die erste Anime-Umsetzung von damals meinst, ja. Ich war ja etwas perplex, als ich damals erfahren habe, dass die, dass das Ending von School, also dieser spezielle Storyverlauf, den die damals im Anime umgesetzt haben, in dem Originalspiel gar nicht existierte. Das ist ja tatsächlich ein Storypark gewesen, den man wohl im PlayStation-Spiel nachher hinzugefügt hat, damit es interessanter ist. In Anbetracht dessen, dass das Spiel ja ursprünglich ab 18 ist und den Content auf der PlayStation natürlich nicht zeigen konnte. Also hat man stattdessen solche spannenden Endings hinzugefügt, wie dass Leute den Kopf abgehackt kriegen. So funktioniert das. Das ist so ein typisch amerikanischer Tausch, habe ich das Gefühl. Wenn man einen inhaltlich zeigen kann, dann ersetzt man das mit Gewalt, das ist viel besser. Tot. Ich gewonnen, ja, ich bin der Mann. Du gewinnst. Heute tat sich mal wieder im Büro. Oh mein Gott. Bei den Temperaturen keine schöne Erfahrung. Achso, du hast Homeoffice, ne? Hat's erzählt. Mit vorhin verglichen sind die Flammen. Haben die Flammen jetzt ihre Stärke verloren. Ja, ja. Flatter du mal wieder davon. Der Schmiedemann ist gar nicht da. Ich bin traurig. Sternkaiser ist aber dafür hier. Willkommen, Sternkaiser. Mach es dir bequem. Wie war dein Wochenstart? Gewalt ist immer die Lösung. Ja, ja, genau. Besonders wenn du jemanden den Kopf abhackst und dich dann mit dem Kopf in ein Boot setzt. Alles klar. Ich frag mich zum Beispiel auch, warum The Forest so Horror ist. Finde ich gar nicht. Ist Subnautica echt schlimmer. ich denke, du meinst das Survival Game The Forest. Ja gut, da hast halt irgendwelche Abnormitäten gegen die Natur, die da rumlaufen, ne? Ich schätze, darauf bezieht sich das. Kann man schon mal Panik kriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Blut... Oh ja, doch. Ich habe hier ein MST. Nee. Mach mal weg. Dreifache Glutbeschleuniger will ich ganz bestimmt nicht da hinten liegen haben. Und geschmolzene Zerstörung, natürlich. Und jetzt hat er sich ein... Oh, Stufenbeschränkungsgebiet. Oh. Das wird ja wieder zum Kotzen, ich sehe schon. Okay. Gut, dass wir wenigstens eine Wächterswings haben. Die würden uns ein bisschen das Leben erleichtern, bis wir irgendwas ziehen, was wir benutzen können. So, was habe ich gerade gelesen? Ich habe School Days nur gesehen, weil mir das Ende gespoilert wurde. Und das war mein Interesse daran gefallen. Ganz ehrlich, mir ist ungefähr das gleiche damals passiert. Mir ist ungefähr das gleiche passiert. Ja, hier, recht das wenigstens mal. Pump. Und wieder verdecken.
Ja, wird ja wieder hochspannend hier, ich sehe schon. Dann spielen wir einfach mal Reaper Hammerkopf, weil warum nicht? Darf der Gegner noch gerne sehen, damit er nicht auf die dumme Idee kommt, den anzugreifen. Ich habe Homeoffice eigentlich auch noch weiterhin, nur heute war mal eine Ausnahme. Okay, verstehe. Der Sehenschnitter, offensichtlich dürfte den Sehenschnitter auch sehen. Wahrscheinlich nicht so wichtig. Ich würde ja gerne Jinzo spielen, aber das ist keine Falle, ne? Wäre lustig. Ich spiele mal einen anderen Hyperhammerkopf, weil warum nicht? Oder Yusuganasora. Ja, gut, das ist ja nochmal eine Ecke für sich, ne? Burnerdex, ja, mehr oder weniger Burnerdex. So umfunktionierte Burnerdex. Man könnte es ein Burnerdeck nennen, aber im Endeffekt versucht er halt eine Klasse zu spielen, die teilweise Burner-Effekte hat, die aber echt schwer als Burner zu benutzen ist, als einfacher Burner. Vulkanschützer-Trümmerer. Hat er? Naja, glaube ich, kein einziger Vulkanschmolzen im Friedhof, also kann er da gerade nicht so viel machen. Ach, können wir mal bitte irgendwas ziehen, was uns hilft? Irgendwas. Außer den Lover, den wir auf die Hand haben. Hier, Wächterswings. Bitte. Hat er wohl vergessen, wa? Ich wünschte, ich hätte irgendeinen Monster zum Angreifen. Wäre voll toll. Eins können wir noch spielen. Spielen wir mal einen Hydro-Gatter, die sind eh nutzlos. Fand ich die Early-Version echt krass von The Forest. Sehr viele laute, gruselige Geräusche. Ja, das stimmt. Das Spiel hat eine echt gute Atmosphäre. Da kann ich zustimmen. Doch, jetzt müssen wir wohl erstmal sparen, ne? Bis wir irgendwas ziehen, was wir irgendwie benutzen können. Spalt. Okay. Gibt Schlimmeres, schätze ich. Können wir ein neues Monster spielen? Wir haben ja genügend in der Hinterhand. Danke, Staubtornado. Sowas brauchen wir jetzt. Dann spielen wir doch schon mal Win mit ihrem Vertrauten. Ich kenne das Deck ja schon, eigentlich burnt er mehr oder weniger, die Runde läuft nicht komisch. Nee, die Runde läuft nicht komisch. Auch die Runde, in der wir mehr oder weniger Probleme mit dem hatten, ist nur deswegen ein Problem gewesen, weil wir 20 Runden lang von dem Stufenbeschränkungsding am Stück komplett eingemauert wurden. Und dann hat er irgendwann endlich mal angefangen, die Kombination zu haben, mit der er anfangen konnte zu bauen. Das war schon echt traurig, also sein Deck ist echt kacke. Es ist einfach nur nervtötend, weil es heißt Stufenbeschränkung spielen. Stufenbeschränkung ist einfach mega dreckig. Ich werde jetzt trotzdem nicht die volle, wobei... Doch, ich kann ja jetzt Jinzo spielen, jetzt ist ja egal. Okay, Jinzo, oh, los geht's. Wäre es nicht vielleicht mal Lust, The Forest oder Subnautica zu spielen? Ich besitze beide Spiele noch nicht mal, also eher nicht mehr. Nennen wir es mal Pseudo-Trollburn. Ja, das kann man so stehen lassen. Einfach mein Dino gespalten. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was er sich dabei gedacht hat. Wo ist die Eimer-Ente, wenn man sie braucht? Das ist eine gute Frage. Wir haben extra die blöde Eimer-Ente gegen sowas wie Stufenbeschränkungen drin. Und kommt sie? Nein! Quack in der Hölle. Oh, hey, ein Monster. Das wird uns total aufhalten. Ich das Wings. Jinzo. Kaboom. Aurirang, willkommen im Stream. Schön, dich zu sehen. Hattest auch du einen guten Start in die Woche? Hier ist das Kreton fertig. Ist guten Appetit. Hält mir was auf. Gova, go, Gova. Das klingt nach Code. Dann tragen wir doch direkt mal den vierten Sieg an. Wir müssen das blöde Vieh nur noch einmal besiegen, dann haben wir durch. Dann butterflyen wir weiter. Wo in aller Welt ist eigentlich unser Waffenschmied hier? Der taucht gar nicht mehr auf. Sollte jetzt mal langsam wieder, wird Zeit. Und unheimlich flambieren wir den Glutflügelschmetterling noch ein bisschen. Duell Storten. Na, jetzt kommt der schwere Sturm, den wir eben gerne gesehen hätten, ne? Natürlich. Fangen wir mal so an. Natürlich das Begräbnis. Okay.
Mausoleum des Kaisers, ja. Gut, dass wir einen schweren Sturm für gleich haben. Two Bloods. Mhm. Hätte ich mal doch die Sakko gespielt. Wäre besser gewesen. Das ist ja doof. Nur eine einzige. Na gut. Dann nicht. Oh, das ist gut. Das war gut. Okay, dann Sakko rett zur Rüstung. Dann außer mit ihrem Vertrauten. Und dann geben wir doch einfach mal die Kraft der Magie an außer. Kann ich auch mitleben. Das ist eigentlich eine gute Sache. Die anderen beiden behalten wir aber für den Fall eines Falles, dass er schwerer Sturm spielt. Mit denen noch mehr Bambusschwerter schmieden kann ja sowas in der Richtung, ne? Das ist Bezug zu Resident Evil. Ich weiß, was Resident Evil ist und ich habe Resident Evil 4 mal gespielt. Das ist mein Bezug zu Resident Evil. Na dann, Bossy! Gegebenenfalls wäre es eine gute Idee gewesen. Nee, es ist wieder Two Blood. Weird. Ich habe mich schon gewundert, was in aller Welt er da hingesetzt haben könnte. Es wäre gegebenenfalls eine gute Idee gewesen, einen Hammerkopf zu benutzen, aber offensichtlich hat es keinen Unterschied gemacht. Ja, sag mal, was hat er denn auf der Hand? Fluch des Vampirs. Okay. Thanks, bye. Jetzt hat er schon 3000 Lebenspunkte für Opfermonster geopfert. Ich meine, ich beschwere mich ja nicht. Ja, komm, jetzt hauen wir mal hier ein paar Angriffspunkte raus und machen mal ein bisschen Damage. Damage! Damage! 3850 Attacke, außer! Hast du nochmal die Werte hier? Du gewinnst! Beine Freak. Two Blood hat ja noch nicht mal Beine. Mit vorhin verglichen haben die Flammen jetzt ihre Stärke verloren. Ja, ich weiß doch. So, Glutflügelschmetterling. Numero. Ah, verdrückt. 4. Es ist nur Mr. Häcksler da. Ja, großartig. Dann. Mr. Häcksler haben wir noch ein allerletztes Mal. Das ist der. Letzte Sieg, den wir brauchen, dann brauchen wir den Kerl nicht wiedersehen. Dann wird er uns allerdings wahrscheinlich irgendein Duellanten freischalten, der uns auf den Keks gehen kann. Ich hoffe, der spielt dann einfach nicht Stufenbeschränkung Gebiet B. Ja, schön. Ramoth ist traurig. Die Viecher gibt's ja wirklich. Die sehen ja fast genauso aus wie das Pokémon Ramoth, sind nur deutlich kleiner. Auch. Überraschenderweise. Ich mag übrigens unsere Anfangszeit nicht. Spielkraft ist ja nett, aber kein Monster ist schon hart. Mein Fluch des Vampirs. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das waren Zeiten. The good old days. Jetzt kommt schon mal irgendwie ein Monster, kann doch nicht sein. Ein Opfermonster, es ist der vulkanische Zertrümmerer. Der vulkanische Zertrümmerer darf mir eine bodenlose Fallgrube fallen. Pump. Ach komm schon. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Stunden. Wow. Wir brauchen die Ente. Gebt uns die Ente. Quack for the win. Spalt. Großartig. Schrumpfen. Richtig, der Typ, der Panzer nicht wertschätzen kann. Ja, genau. Du erinnerst dich. Jetzt haben wir den MST zumindest, das könnte in der Zukunft helfen, aber wir haben nur noch kein Monster. Schön, dass er auch keine Monster hat. Jetzt wird's so richtig lame. Beide Seiten keine Monster. Oh, die... Kann ich bitte ein Monster haben? Er spielt ein Monster, kann nicht mal irgendwas dazu machen. Aha,
Gagagigo. Großartig. Jetzt kann man Gagagigo spielen, der dann in irgendwas hinten krepiert. So, gehen wir das Ding mal. Go Gagagigo. Endphase. Nein, ich greife nicht an. Da hinten liegt hundertprozentig eine Saku, wenn nicht zwei. So. Das halten wir mal für später. Dann spielen wir Yinz O. Ja, bitte. Trommelwirbel, was lag da? Ein Holzkohlenpatschi, war irgendwie zu erwarten. Übrigens gibt's bei Steam jetzt oder bald 3DS-Emulatoren. Ja, ich habe gehört, die hatten einen relativ großen Durchbruch, was 3DS-Emulatoren anging. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich was taugen wird für die breite Allgemeinheit. Und die nicht vorhandenen Monster sind sogar stufenbeschränkt. Ja, Hammer. Meinst du, du kommst heute schon in die nächste Welt? Nein. Never, never, never. Ach, schon mal lang. Wenigstens habe ich Spider warnt. Wenn selbst der NPC seine Turns skippt. Quality Content. Komm, wir haben hier Quality Spalt. Wunderschön. Viel besser. So, jetzt einfach keine Monster weiterhin topdecken, bitte. Der Marshmallow muss ja auch getopdeckt gewesen sein. Auch das muss getopdeckt gewesen sein, weil er die ganze Zeit kein Monster gespielt. Jetzt kommen sie plötzlich. Wir hauen jetzt raus. Kraft der Magie. Ja. So, und Fallgrube. Und für den Fall, dass er Holzkohle im Patschi getopdeckt hat, nehmen wir Jinzo. Und in Wirklichkeit getopdeckt hat er einen vulkanischen Häcksler. Würden dir noch mehr Möglichkeiten offen stehen. Spiele, die ich niemals anfassen würde, zum Beispiel. Ja, richtig. Zugegebenermaßen habe ich Nintendogs einmal für 2 Tage jeweils ungefähr 10 Minuten gespielt. Und dann hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Ich hatte für 10 Minuten Spaß daran, meinem Hund zu sagen, dass er sich hinlegen soll, wenn ich sage, die Russen kommen. Und danach hatte ich keinen Bock mehr. Haben wir noch so ein Boss, warum nicht? Du hast nicht ernsthaft einen Geister-Sensenmann da liegen, oder? Fühl dich geschrumpft, du Sack. Ja, der hat echt Marshmallow und Geister-Sensenmann getopdeckt? Diese KI wieder. Zum Glück gewinnen wir trotzdem. So, 5 Siege. Das ist zumindest Meister Röhrig-Dialekt gesagt. In Anbetracht dessen, dass ich alleine in meinem Zimmer war, nein. Gova, go, Gova. So, das war das letzte Mal. Gova, go, Gova. CPU-Duell ist Gegner-Auswahl, war wunderschön. So, weiter geht's. Aber jetzt, wo wir den nicht mehr besiegen müssen, können wir auch unser Deck mal wieder ändern, damit wir wieder ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Ja, speichere Daten. Nehmen wir noch ein bisschen... Nehmen wir XYZ? Wir können mal XYZ noch ein bisschen reinpacken. Pff. Aki kritisiert mein Privatleben. Erstmal noch ein bisschen die Buchstabensuppe rausholen. Und Zivilisation. Jetzt müssen wir wieder in die Höhle reingehen, oder? Ne, wir sind automatisch hier. Gova, go, Gova, du darfst weggehen. Hi. Jagogia. Mhm. Da ist er doch. Mr. Spirit. Leben, um zu duellieren. Mhm. Samurai-Chaos.